Warum wird eine Erwerbsminderungsrente grundsätzlich befristet geleistet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Erwerbsminderungsrenten sollen nach dem Willen des Gesetzes grundsätzlich befristet geleistet werden. So steht es in § 102 SGB VI geschrieben. Der Grund ist relativ einfach. Eine Erwerbsminderungsrente, wenn man eine bezieht, soll ja dazu dienen, dass man seine Krankheit oder Behinderung, die zur Erwerbsminderung geführt hat, wieder beheben kann durch geeignete Krankenbehandlung oder Reha-Verfahren. Damit die Chance für Sie besteht, dass Sie auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen können und auch eigenes Geld verdienen können. Eine EM-Rente wird somit auf Zeit geleistet. Die Befristung kann maximal auf 3 Jahre erfolgen, meistens aber auch kürzer. Eine befristete Rente, die ausläuft, kann verlängert werden. Es bleibt aber dabei beim ersten Rentenbeginn. Verlängerungen können maximal bis zu 3 Jahre erfolgen. Bei einer maximalen Befristung von 9 Jahren insgesamt wird davon ausgegangen, dass die Rente danach als unbefristete Erwerbsminderungsrente gilt. Aus einer befristeten Rente wird somit eine unbefristete Rente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.